Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatam. Wir versammeln uns hier jeden Morgen von 8 Uhr bis 8.30 Uhr auf Zoom, um gemeinsam aus dem Srimad Bhagavatam zu hören und zu sprechen. Wir tauschen auch Fragen und Antworten und Gedanken aus. Wir haben sogar jetzt eine WhatsApp-Gruppe, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich unseren lieben Krishna Prema Rupa Prabhu aus ISKCON Zürich, aus dem Krishna-Tempel in Zürich. Herzlich willkommen, lieber Krishna Prema Rupa Prabhu. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Danke für die Einladung nochmal. Hare Krishna. Ja, ich stelle ihn euch ganz kurz vor. Selbst da muss man vorsichtig sein, weil wir sonst kaum mehr Zeit haben, über das Srimad Bhagavatam zu sprechen. Es würde mir vieles zu dir einfallen, aber ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Punkte. Krishna Prema Rupa Prabhu, ich weiß nicht genau, du bist bestimmt schon 20 Jahre in der Bewegung, vielleicht länger oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, sowas. 20 Jahre. Und Krishna Prema Rupa Prabhu ist ein Brahmachari, der sehr ernsthaft diesem Pfad des Zölibats folgt, das Leben eines vedischen Mönchs führt und auch seit vielen Jahren sehr stetig und stabil und erfolgreich den ISKCON-Tempel in Zürich leitet. Er ist auch aktiv im interreligiösen Predigen. Und wenn ich noch irgendwas sehr Wichtiges, etwas sehr Wichtiges habe ich vergessen. Er ist auch sehr gewissenhaft darin, die Altargestalten in Zürich zu verehren, nämlich Jagannath, Baladev und Subhadra. Das heißt, er ist nicht nur ein Tempelpräsident, der hinter einem Schreibtisch sitzt, sondern er ist auch direkt in der Altarverehrung oft anzutreffen oder auch, ich denke, auch manchmal beim Kochen, nehme ich an. Also du machst da verschiedene Dienste und auch Schulklassen habe ich mal mitbekommen. Wenn Schulklassen sich für das Krishna-Bewusstsein interessieren oder wenn es an der Reihe kommt, sich einmal den Tempel anzuschauen, dann gibt Krishna Prema Rupa Prabhu auch Führungen für Schulklassen. Habe ich noch etwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, das ist gut. Okay. Eine Sache fällt mir noch ein. Er macht auch jetzt, obwohl er so viele Verpflichtungen hat, nebenbei den sogenannten Bhakti Savabhoma Abschluss. Den Bhakti Vaibhav Abschluss habe ich gemacht. Ja. Bhakti Vaibhav. Ah, okay. Das sind genau die letzten 6 Kantos des Srimad Bhagavatams. Bhakti Savabhoma wäre dann der nächste, ne? Bhakti Vedanta wäre der nächste. Ja. Und dann Bhakti Savabhoma ist dann das Chaitanya Charitamrita. Ah, okay. Also Krishna Prema Rupa hat die ersten 6 Kantos des Srimad Bhagavatam systematisch studiert bei einem Kurs, der in Vrindavan in Indien, den Erscheinungsort Krishnas, abgehalten wurde. Da hat er sich extra, ich glaube sogar mehrere Wochen, eine Auszeit genommen, vielleicht sogar Monate. Ja, 4x4 Monate. 4x4 Monate. Wobei ich dann nicht jedes Mal die ganze Zeit mitmachen konnte. Ich habe zum Teil auch Fernstudium gemacht. Mhm. Ich war so etwa ein Jahr war ich in Vrindavan.
Okay. Also man hört schon, das ist schon etwas Ernsthaftes, wenn man da 4x4 Monate diesen Kurs belegt. Ja, und dementsprechend können wir mit einer gewissen Gelehrsamkeit auch rechnen heute. Schauen wir. Das heißt, wir haben ja heute einen Abschnitt. Bevor wir uns dem zuwenden, können wir noch mal gemeinsam die glückverheißenden Gebete chanten. Ich blende sie euch mal ein. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. So, okay. Ja, und wir sind immer noch in der Einleitung des Srimad Bhagavatam. Hier, wir sind an einer Stelle, wo sehr überraschend doch sehr tief auf das Thema Mayavada-Philosophie eingegangen wird. Und wir kommen zu einem gewissen Abschluss, weil jetzt dieses Gespräch zwischen Sarvabhauma Bhattacharya und Sri Chaitanya Mahaprabhu findet jetzt ein Ende. Wir wissen es aus den vergangenen Episoden, dass Sarvabhauma Bhattacharya, das war der Hoftheologe von Jagannath Puri, er hat den jungen Sannyasi Sri Chaitanya für 7 Tage lang ununterbrochen in den Lehren des Vedanta Sutras unterrichtet. Allerdings mit einer unpersönlichen Auslegung. Und wir sind jetzt bei dem Punkt, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu ihm seine Meinung über seine Interpretation abgegeben hat. Und Sarvabhauma Bhattacharya merkt, dass er es nicht mit einem jungen, noch naiven Sannyasi zu tun hat, den er vor dem Einfluss der illusionierenden Energie beschützen muss, indem er ihm das Vedanta Sutra erklärt. Er stellt fest, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn sogar an Gelehrsamkeit übertrifft und ihm die Shastras mit der ursprünglichen Bedeutung erklärt. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und wir haben jetzt einen Abschnitt, den werde ich euch jetzt mal zeigen. Und vielleicht, Krishna Premarupa, magst du den vorlesen? Ich bin der Meinung, dass das hier der Abschnitt war. Nee, Moment. Oder war das der nächste? Das war der, ja. Oder? Ja. Ja. Ich denke, ne? Mhm. Alles klar. Gut. Okay. Nachdem Sarvabhauma Bhattacharya alle diese Erklärungen von Sri Chaitanya Mahaprabhu vernommen hatte, wurde er mit Verwunderung und Scheu erfüllt
und betrachtete den Herrn mit völligem Schweigen. Dieser versicherte ihm daraufhin sehr nachdrücklich, dass es keinen Anlass zur Verwunderung gebe. Der hingebungsvolle Dienst für die Persönlichkeit Gottes ist das höchste Ziel des menschlichen Lebens, sagte er und zitierte alsdann einen Shloka aus dem Bhagavatam, wobei er dem Bhattacharya versicherte, dass sogar die befreiten Seelen, die in die spirituelle Natur und die spirituelle Verwirklichung vertieft sind, ebenfalls im hingebungsvollen Dienst Sri Haris Zuflucht nehmen, weil die Persönlichkeit Gottes solch transzendentale Eigenschaften besitzt, dass sie auch auf die Herzen der befreiten Seelen anziehend wirkt. Hm. Okay. Hm. Mhm. Ja, da hätte ich doch glatt mal eine Frage, Krishna Prema Rupa. Mhm. Warum wirkt denn, also manchmal kommen ja Leute auf die Idee, die sich auch Spiritualisten nennen, ja, also wenn man befreit ist, wenn man erleuchtet ist, dann versteht man, dass man eins mit Gott ist und hat gar keinen Austausch von Person zu Person, weil sich die Identität aufgelöst hat. So hört man es manchmal. Aber hier hören wir jetzt, dass sogar befreite oder erleuchtete Seelen sich weiterhin im aktiven, hingebungsvollen Dienst zu Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, beschäftigen. Wie ist das zu verstehen? Ja, das ist spannend. Es ist interessant, wie wir eigentlich in diesem kurzen Abschnitt, gibt so viele Punkte, die man hier hervorheben könnte. Und, aber es ist tatsächlich so, dass von diesen Atmaramas gesprochen wird, von den befreiten Seelen, die im eigenen Selbst zufrieden sind und die verwirklicht haben, dass eigentlich sie von spiritueller Natur sind, dass sie, die haben die Dualität überwunden und sehen sich in dieser spirituellen Einheit. Aber dennoch, wenn sie dann über Krishna hören, über die Eigenschaften von Gott hören, dann spüren sie plötzlich in ihrem Herzen, dass sie da angezogen werden. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Krishnas Name, seine Eigenschaften, seine Form jenseits der Dualität, also transzendental ist. Und das ist, was eben sehr verwunderlich ist und wo selbst große Seelen, wie die vier Kumaras zum Beispiel oder auch Shukadev Goswami dann gemerkt hat, hey halt, obwohl ich dachte, ich sei befreit und habe alles erreicht, gibt es noch etwas Höheres. Und das ist ja auch eine der Aussagen hier, dass der hingebungsvolle Dienst für die Persönlichkeit Gottes ist das höchste Ziel im Leben. So nicht einfach ein Einssein oder sich eins fühlen mit allem, sondern Dienst ist das höchste Ziel des Lebens. Hm. Und das ist eigentlich erstaunlich, natürlich für Materialisten sowieso. Wie soll jetzt Dienst plötzlich das Beste sein? Aber selbst für Transzendentalisten ist Dienst eigentlich das, was das höchste Ziel ist. Hm. Weil Dienst hat ja hier in der materiellen Welt so einen eher bitteren Beigeschmack. Die Menschen, wenn sie hören, du musst hier dienen, du musst deinem Vaterland dienen, also schon. Dann denkt man so an den Hotelpagen, der die Koffer trägt oder so, oder? Genau, an so oder an sowas denkt man, oder jemand muss die Schuhe putzen, also so solche Dienste. Warum ist dieses Phänomen Dienen vom spirituellen Standpunkt, warum hat das nicht diese negative Bedeutung? Mhm. Naja, natürlich mit dem Verständnis, dass wenn wir erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind, dann können wir auch entsprechend unserer ursprünglichen Identität handeln. Und ich denke, das ist das Erstaunliche auch bei Bhakti im Vergleich zu allen anderen Pfaden, dass das Bhakti etabliert uns in unserer ursprünglichen Identität und Rolle. Mhm. Und zum Beispiel, wenn jemand Arzt ist und dann auf der Straße plötzlich sieht, da ist ein Unfall und jemand ist verletzt, dieser Arzt wird sofort hingehen und versuchen zu helfen. Wieso? Weil er weiß, ich bin Arzt und deshalb habe ich die Fähigkeit zu helfen. Mhm. So aufgrund, dass er weiß, wer er ist, kann er handeln.
Aber wir, die bedingte Seele, wir fälschlicherweise identifizieren uns mit dem Körper, wir denken, ich bin dieser Körper, haben aber unsere eigentliche Natur vergessen. Da wir ja eigentlich ewige Diener von Krishna sind, wäre es unsere natürliche Funktion, Krishna zu dienen. Weil wir das aber vergessen haben, tun wir es nicht. Aber durch den Vorgang von Bhakti werden wir erinnert, das ursprüngliche Bewusstsein wird erweckt und wir werden daran erinnert, dass wir eigentlich Diener von Krishna sind. Mhm. Und umso mehr wir das realisiert haben, umso mehr können wir uns auch wieder in ursprünglichen Tätigkeit beschäftigen, nämlich im Hingeben vom Dienst zu Krishna. Und ich denke, das ist das Wunderbare an Bhakti, dass es einfach uns wieder in die eigentliche Stellung bringt. Mhm. Und deine Frage, weil, wieso das so ist, weil wir einfach verstehen, dass schlussendlich Krishna ist die höchste persönliche Gottes, er ist der ursprüngliche Genießer und wir sind eigentlich seine Teile und es ist unsere natürliche Funktion, ihm wieder zu dienen. Und Prabhupada hat das oft betont, das Beispiel, wie die Hand, die Finger, die können nicht unabhängig etwas genießen, sie müssen das den Mund zuführen und dann in den Magen und dann erhalten auch die Finger ihren Nutzen davon. So ähnlich wir als bedingte Seelen, wir sind eigentlich Teile des Höchsten und dieser Dienst zu Krishna ist etwas sehr Natürliches. Man sieht ja auch, dass das Lebewesen, wenn es dann herabfällt in die materielle Welt, dass das Lebewesen weiter dient. Es dient nicht mehr es dient nicht mehr die höchste Persönlichkeit Gottes, sondern wir haben hier so viele illusorische Dienste. Wir dienen zum Beispiel unserem Hund. Wir gehen mit dem Hund Gassi. Und ich habe Leute gesehen, die dann mit ihren eigenen Händen das Geschäft des Hundes wieder entsorgen. Und wir werden nie vom Dienst befreit. Es ist in uns, es ist eine natürliche Eigenschaft der Seele. Allerdings die Frage, worauf wir unseren Dienst richten, das ist entscheidend. Ja, das ist auch in der Einleitung zur Bhagavad Gita beschreibt Herr Prabhupada das sehr, sehr wunderschön, was Dharma eigentlich bedeutet. Und Dharma kann man als Religion übersetzen oder als göttliches Gesetz, Ordnung oder Lebensaufgabe, aber Dharma heißt eigentlich das, eine Eigenschaft, die nicht getrennt werden kann von dem. Und so wie das Feuer immer Licht und Hitze erzeugt oder Wasser feucht und nass ist, so das Dharma der Seele ist es eigentlich, Dienst darzubringen. Ja. Prabhupada bringt auch das Beispiel. Und wenn wir natürlich uns vom ursprünglichen Dienst von Gott trennen, dann werden wir trotzdem dienen müssen, dann einfach indirekt der äußeren Energie des Herrn. Und dann dienen wir Maya oder wir dienen unseren Sinnen. Richtig. Oder das ist auch, was Prabhupada oft betont, wenn wir schon dienen müssen, wieso dienen wir nicht einem guten Meister? Und Krishna ist so ein barmherziger Meister und er kann uns viel mehr geben. Doch wir haben uns entschieden, unseren eigenen Sinnen zu dienen. Und die Sinne sind sehr undankbare Meister. Weil obwohl wir seit unvordenklicher Zeit unseren Sinnen dienen, sind sie immer noch nicht zufrieden. Das stimmt. Die Augen wollen immer sehen, die Hände wollen berühren und die Zunge möchte kosten und nie sind diese Sinne zufrieden. So sehr undankbare Meister. Wohingegen Krishna, wenn wir ihm dienen, wir den höchsten Nutzen ziehen und auch wirklich Zufriedenheit erfahren können. Das ist, denke ich, auch so die Frage ist, wem wollen wir dienen? Ja, und du sagtest, die sind undankbar. Mir fällt auch dazu ein, oft führen sie uns auch in eine sehr unheilvolle Richtung. Die Zunge möchte zum Beispiel Sachen kosten, wo sehr viel Leid dann mit verbunden ist. Also sprich, Tiere werden getötet und dann will die Zunge das Fleisch essen und führt die Seele dadurch in die niederen Bereiche des materiellen Daseins. Also sie sind nicht nur undankbar, sondern auch, wenn wir nicht aufpassen, kann das sehr schnell gehen, dass sie die Seele in die niederen Lebensformen des Daseins reinziehen. Also und auch die Sinne gehören ja zum Körper. Der Körper besteht ja aus den 5 wissenserwerbenden Sinnen und auch den 5 Arbeitssinnen, nennt man das.
Und spätestens, wenn der Körper stirbt, dann, also, dann können wir diesen dazugehörigen Sinnen auch nicht mehr dienen, weil die mit dem Körper gestorben sind. Und dann müssen wir wieder einen neuen Körper annehmen mit neuen Sinnesorganen. Und das ganze Theater geht wieder von vorne los. Und dann haben wir vielleicht die Sinne eines Hundes, der viel aktiver ist mit seiner Nase und eine andere Ausrichtung hat. Du sprachst vorhin von den vier Kumaras. Vielleicht kannst du kurz mal dieses Beispiel oder diese Geschichte ganz kurz mal zusammenfassen. Wer waren die vier Kumaras? Ja, okay. Ja, ganz kurz. Weil sie sind ein schönes Beispiel für Atmaramas oder befreite Seelen, die eigentlich in einem unpersönlichen Verständnis verankert waren. Aber als sie dann in Berührung mit Krishna kamen, haben sie ein persönliches Verständnis entwickelt. Ja, die vier Kumaras sind ja Söhne Brahmas und das sind eigentlich vier, das sind die größten Weisen des Universums, aber aufgrund ihrer mystischen Kraft haben sie sich entschieden, ewiglich kleine Jungs zu bleiben, weil dann kann man die Pubertät auslassen und dann ist es einfacher, Brahmachari zu bleiben. Ja. Und aber die sind so, also wie kleine Kinder, halt nackt umhergezogen. Und sie hatten aber auch die Fähigkeit, im Universum zu reisen. Und so eines Tages hatten sie den Wunsch, den Herrn zu sehen. Also nach Vaikuntha waren sie unterwegs. Eigentlich noch mit dem unpersönlichen Verständnis, muss ich sagen. Aber sie wollten Vaikuntha erkunden. Und dort, Vaikuntha hatten verschiedene Tore. Und die sind einfach durch die verschiedenen Eingänge hindurchgegangen. Bis, glaube ich, zum siebten Tor. Und dann wurden sie von Jayan Vijay, den Torwächtern von Vaikuntha, wurden sie gestoppt, weil die dachten, was wollen die jetzt hier, die Jungs? Und daraufhin wurden die Kumaras zornig, dass ihnen den Eintritt verwehrt wird, obwohl sie Brahmanas sind und Heilige, die eigentlich überall sich frei bewegen dürfen. Und als dann dieser Fluch ausgesprochen wurde, erschien Vishnu Narayan, erschien. Und zwar erschien er sie einerseits, um sich zu entschuldigen, das ist erstaunlich, er entschuldigt sich und sagt, tut mir leid, dass ihr hier nicht eingelassen worden seid. Und eigentlich ist es mein Fehler, weil Jayan Vijay sind meine Diener, so ich bin verantwortlich für sie, tut mir leid. Aber als diese vier Kumaras dann Narayan sehen, und es wird vor allem beschrieben, dass sie haben nur die Lotusfüße gesehen und dann ist der ein Wind hat so geweht und dieser Wind hat den Duft von den Tulsi-Blättern gemischt mit Sandelholzpaste. Genau, und dieser Geruch von den Tulsi-Blättern aus den Lotusfüßen ist dann in die Nasenlöcher der Kumaras eingedrungen und dann von dort in ihr Herzen und dann ist eine Transformation des Herzens hat dann stattgefunden, einfach durch das Riechen der Tulsi-Blätter von den Füßen des Herrn. Und das ist dann auch dieses Beispiel, obwohl sie eigentlich ja, transzendental waren oder jenseits der Dualität, das heißt, sie haben keinerlei Anziehung verspürt zu irgendwelchen materiellen Dingen. Die waren völlig auf dieser Brahma-Buddha-Plattform, also keine Anziehung zur Materie, aber dieser Geruch hat sie angezogen. Und das haben sie verstanden, das kann kein gewöhnlicher Geruch sein, das muss etwas jenseits sein, was wir nicht kennen, das ist transzendental. Und so haben sie sich angezogen gefühlt zu Narayan und wurden dann so überzeugt vom persönlichen Verständnis des höchsten Herrn. Und das ist ein Beispiel, was angeführt wird für Atmaramas. Okay. Und wie anziehend Krishna eigentlich ist. Und ist auch interessant, Prabhupada betont das auch, es gibt viele, viele Yogis, mystische Yogis, Brahmavadis, die dann später zu Bhaktas werden. Also das heißt, zu Verehren von Krishna. Es gibt aber keine Beispiele von Bhaktas, von geweihten Krishnas, die später mystische Yogis werden. Was darauf hinweist, dass Bhakti einfach das höchste, der höchste Verwirklichungsgrad ist, den es gibt. Guter Punkt. Ja, Krishna Prema Rupa. Ich gucke hier schon mal in das Chatfenster, habe ich schon mal ein bisschen rüber geschielt. Ich habe das Gefühl, hier sind schon ein paar Fragen. Ich lese mal, oder Manuel,
Das ist, glaube ich, eine Frage. Lies sie doch mal bitte selber vor. Ja, gerne. Also die Frage ist, kann es sein, dass Dienen in der spirituellen Welt eine etwas andere Bedeutung hat als in der materiellen Welt, wo es oft eher im Sinne von Arbeiten und Leisten müssen verstanden wird? Krishna Prema Rupa. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jemand in Vaikunth oder in Vrindavan zu viele Schweißperlen hat und sich wünscht, dass endlich Wochenende wird. Das heißt, dieser Dienst, das empfinden die Einwohner von Vrindavan und den spirituellen Welten, das ist das ganz Natürlichste, was sie tun können. Also es ist ein Wunsch oder Bedürfnis, Krishna zu dienen. Und das ist das, was ihnen am meisten Spaß macht, was sie zutiefst zufriedenstellt. So in dem Sinn, dieses Wort Dienst zum Herrn ist auf jeden Fall, kann man nicht vergleichen mit irgendeiner Arbeit, die uns aufgezwungen wird. Ja. Genau, also eventuell, also wir kennen diese Geschichte auch, wo Mutter Yashoda die Butter, die Milch quirlt, um daraus Butter zu gewinnen. Also selbst wenn da mal Schweißtropfen auf der Stirn sind, sind das aber Schweißtropfen der Ekstase, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie aus dieser Butter dann leckere Süßigkeiten hergestellt werden können, die dann Krishna auch angeboten werden. Und wir kennen das auch, es gibt ja auch Dienst, sagen wir mal, wenn zum Beispiel die Mutter ihrem Kind dient, das Kind wird eingeschult und die Mutter bastelt eine Schultüte, dann ist dieser Dienst, das ist keine Last, sondern es ist eine Freude, also die Mutter macht das gerne. Und das, ich glaube, das kennen wir alle, so Dienste, die uns, die verbunden sind mit einem Ausdruck der Liebe und die für uns dann überhaupt nicht irgendwie ermüdend erscheinen, sondern es ist eher, unser Leben bekommt dadurch erst eigentlich den entscheidenden Sinn. Und was du, glaube ich, meinst, Manuel, ist dieses, jetzt muss ich wieder hier irgendwie ein Loch buddeln, damit hier ein Kabel verlegt werden kann. Hoffentlich ist gleich Feierabend. Ja. Okay. Manuel, bist du damit einverstanden? Ja, passt. Danke. Und hier ist noch eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob der Felix ein Mikrofon schon angeschlossen hat. Ich glaube, er hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten mit einem Mikrofon. Falls du ein Mikrofon hast, Felix, okay, dann lese ich mal diese Frage hier vor. Er schreibt, es heißt ja schon hingebungsvoller Dienst, hingebungsvoller, liebevoller Dienst. Aha, ja, darauf möchte er hinaus. Also, es geschieht freiwillig und aus einem Gefühl der Liebe heraus. Man kann nicht anders. Es erfüllt einen, den anderen glücklich zu machen und ihm Wünsche zu erfüllen. Ja, Krishna Prema Rupa, du hast da ja aus erster Quelle Erfahrung. Du verehrst seit vielen Jahren die Altargestalten von Jagannath, Baladev und Subhadra in Zürich. Vielleicht hast du irgendwie eine Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest, wo du wirklich mit voller Begeisterung einen Dienst verrichtet hast und auch ein Gefühl des Feedbacks bekommen hast. Okay. In Bezug auf die Bildgestaltverehrung meinst du auch? Ja, also das ist natürlich schon Deity Worship in dem Sinne ist etwas sehr Schönes, weil es uns so dieses, eben unsere Identität als Diener von Krishna sehr näher bringt. Weil wenn ich da auf dem Altar bin und dann den Tisch hinstelle, abwische, dann das Essen da bringe, dann
bin ich in dieser Funktion des Dieners. Und das wird einem sehr bewusst. Und persönlich, was für mich immer sehr ein spezielles Ereignis ist, ist das jährliche Ratha Yatra Festival, wenn wir Lord Jagannath aus dem Tempel herausnehmen und auf einem Wagen dann durch die Straßen ziehen. Und dann bin ich eigentlich immer auch auf dem Wagen bei Lord Jagannath. Und einfach diese Erfahrung zu sehen, wie die Gottgeweihten ihre Gebete darbringen, und man spürt so diese Liebe und Hingabe, die auf Lord Jagannath zukommt. Und wenn ich da als Priester nebenan stehe, dann kann man das auch so, spürt man so, wie Jagannath diese Hingabe entgegennimmt und die auch wieder erwidert. Und auch so sich als ja, ein Diener Krishnas zu fühlen, ist einfach eine sehr, sehr eine schöne Erfahrung. Und Srila Prabhupada macht ja auch diesen Punkt, dass the test of religion is how much love do you develop. Also der Test der Religion ist, wie viel Liebe wir entwickeln können. Mhm. Und das ist auch noch wichtig zu verstehen, im Sinn von, wenn wir jetzt sagen, Bhakti ist das Höchste, dann geht es nicht darum, dass jetzt unsere Religion ist besser als die anderen Religionen. Mhm. Es geht darum, dass das Bewusstsein von Bhakti, dass ich Krishna Dienste darbringen möchte und dass ich eine liebevolle Beziehung mit ihm habe, das ist das Höchste. Das heißt, Krishna ist nicht beeindruckt durch unsere Gelehrsamkeit, wie viele Bhakti-Vaibhava, was immer man gemacht hat, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was in meinem Herzen vorgeht. Und das ist, was Krishna berührt. Und das ist gültig für alle Traditionen. Wenn ein Muslime Liebe für Allah hat oder ein Christ für Jesus, dann ist es auch Bhakti. Und Bhakti ist das, was entscheidend ist. Und dort, wo Bhakti gelebt wird, dort, wo wirklich diese Hingabe für Krishna vertieft wird, dann das ist eine Religion, die uns wirklich hilft. Und das ist halt das Wunderbare in der vedischen Kultur oder auch im Krishna-Bewusstsein, dass der Fokus so deutlich auf diese Hingabe ausgerichtet ist, dass uns Prabhupada immer wieder betont, es geht um diesen hingebungsvollen Dienst. Und das macht halt diese Tradition auch so wertvoll. Und das ist dann auch dieses Gefühl des Einssein. Also Srila Prabhupada hat erklärt, dass wir wollen auch eins werden mit Gott, aber nicht, wir wollen nicht mit ihm verschmelzen und dann unsere Identität aufgeben, sondern wir sind eins durch dieses Gefühl des liebevollen Austausches. Das kennen wir sicherlich auch, wenn wir, angenommen, wir sind verheiratet, dann ist man ein Paar, man ist eins, weil da ein liebevoller Austausch ist, oder die Mutter und das Kind, oder der Vater und das Kind, oder der gute Freund, wenn man dem Freund einen Dienst erweist, dann, und er freut sich darüber und erwidert das vielleicht, er erweist uns auch einen Dienst, dann fühlt man sich verbunden, man fühlt sich wie eine Einheit. Und das ist das Einssein, in Anführungsstrichen, was die Vaishnavas anstreben, dieses Gefühl, mit Krishna vereint zu sein. Da ist ja auch dieses Eins schon mit drin, aber eben durch den liebevollen Austausch. Ja, wie Haladar hat Prabhupada im Chat geschrieben, eins sein im Wille des Herrn, das ist auch ein sehr schöner Punkt, dass man ja versteht, ich bin eigentlich ein Teil Krishnas oder möchte sein Instrument sein, und dann bin ich eins mit seinem Willen. Genau. We have to dovetail our desire. Das ist ganz interessant. Dovetail, das ist eigentlich das sind die Flügel von einer Taube. Und wenn die Taube aufhört zu fliegen und sie landet, dann klappt sie die Flügel so zusammen. Mhm. Und sie sind praktisch, sie sind praktisch vereint. So, und dieses Wort hat Prabhupada oft benutzt. Wir müssen unseren eigenen Wunsch mit dem Wunsch Krishnas dovetailen, wie diese Taube. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr, mein Timer blinkt. Wir haben jetzt 35 Minuten gesprochen. Wir haben uns das vorgenommen, dass wir schauen, dass wir uns da disziplinieren und nicht dauernd über die Zeit gehen. Krishna Prema Rupa Prabhu, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch, und ich glaube, ich tue das im Namen aller Zuhörer und Zuschauer und Gäste und Freunde. Und für diejenigen, die das jetzt nachträglich auf YouTube
schauen. Wir machen das jeden Morgen hier live auf Zoom. Den Zugangslink und das Passwort MTB findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls ihr beruflich, aus beruflichen Gründen vielleicht nicht direkt teilnehmen könnt, könnt ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Und wenn ihr, wenn die Quarantänezeit mal zu Ende ist, gerne mal den Züricher Tempel besuchen wollt, dann kann man sich bestimmt an dich wenden, oder? Sicher, ja. Wir freuen uns. Wollen wir deine E-Mail-Adresse auch mitnotieren? Okay. Ja? Also die findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und wir können ja nochmal zum Abschluss alle unsere Mikrofone einschalten und einmal zusammen den Hare Krishna Maha Mantra gemeinsam chanten. Und ansonsten freue ich mich morgen jeden gerne wiederzusehen und dann geht es weiter in der Geschichte von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und wir steuern auch auf das Ende langsam zu. Das bedeutet, wir fangen schon sehr bald dann auch mit den eigentlichen Versen des Srimad Bhagavatams an. Ich zähle den Countdown runter. Schaltet eure Mikrofone gerne einmal kurz ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Haribol. Danke. Bis bald.